Pacha kicher, chavre, pacha kicher. Kann es schmerzhaft werden? Ja. Oh, shit. Hallo. Hallo. Hey, na? Mein Name ist Vatan Basil, ich komme aus Berlin, bin einer der Jungs von den Flying Steps. Ich bin Emmy, ehemalige Profitänzerin und ehemalige Choreografin. Jetzt bin ich Hausfrau. Ich bin Abdul Raxman, 23 Jahre alt, aus Bremen. Ich mache Videos auf TikTok und Insta. Ich bin Sai, aus München City. Ich mache auch TikTok, Instagram-Videos, generell so Comedy. Könnt ihr mir sagen, was eure Roots sind? Ich bin somalischer Abstammung. Ich bin geboren in Libanon und meine Eltern sind damals dann geflohen, direkt nach Berlin. Aber meine Wurzeln kommen aus Armenien. Meine Roots sind türkisch. Ist türkisch. Pur türkisch. Ich komme ursprünglich aus Mauretanien. Das liegt Mauretanien? Mauretanien liegt im Westen von Afrika. Warum bist du nicht bei mir so überrascht, wenn ich bei mir so... Wann hast du denn angefangen zu tanzen? Durch Michael Jackson. Versucht den Moonwalk zu lernen, das alles nachzumachen und dadurch dann mehr und mehr. Tanzt ihr gern? Also, ich kann tanzen. Wann tanzt man gerne? Ja. Für mich ist eigentlich relativ egal. Alles, was so mit Tanzen zu tun hat, ist cool. Meine Mutter hat früher mal gesagt, die Tür quietscht und Eminem tanzt. Gibt es bestimmte Tänze, die ihr wirklich benennen könnt? Außer Hip-Hop und Breakdance. Kennst du nicht? Kenn ich, glaube ich, ja, so. Sonst so ballettmäßig so. Ja. Ballett? Ballett ist bestimmt cool. House mag ich sehr. Du magst House? Ja. Yeah. Dazu kann man tanzen? Ja, ja? Klar. Nee. Nicht hier Berg, kein Style. Da gibt es aus Somalia beispielsweise Folklore-Tänze, die du kennst? Danto heißt der. Ja, ich habe keine Ahnung, wie der geht. Hände gehen so seitlich raus und die Füße eigentlich so mäßig. Die ganze Zeit? Die ganze Zeit. Und Musik, also die Trommeln. Okay. Ja. Es wird schneller und wir werden dadurch auch immer schneller. Lässt du dich immer noch von Tänzen inspirieren? Ich glaube, die Inspiration kannst du dir natürlich überall holen. Das ist jetzt nicht nur in Tanz. Ich meine, es gibt in der Natur, bei Tieren, lustigerweise bei Kampfsport. Jemand, der hinfällt, das könnte auch schon Inspiration sein, zu sagen, oh, guck mal, so wie er hingefallen ist. Und wenn ich das wiederhole und wiederhole und wiederhole, kann dadurch auch irgendein artiger Rhythmus entstehen. Ja, eure Aufgabe heute wird es sein, kulturelle Tänze zu erraten. Surprise! Surprise! Das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Was geht dir gerade durch den Kopf? Nee, ich bin voll gespannt. Tanzen ist eine der schönsten Sachen. Es hat mich dahin gebracht, wo ich bin. Und ich glaube, deswegen ist es etwas Schönes. Wir spielen euch erstmal ein Soundbit an. Ihr hört erstmal nur die Musik. Also ich denke, es ist so Richtung Rumänien. Wo? Rumänien. Rumänien. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Weiß nicht genau, aber es hört sich so ein bisschen nach Griechenland an. Dann würde ich sagen, könnt ihr euch wieder an die Position. Okay. Und dann werden die erstmal reinkommen, auch kurz das aufbauen. Das war stark, Bro. Die werden jetzt erstmal reinkommen, werden sich kurz aufstellen und dann geht die Musik auch los, ja? Okay. Ah, oh mein Gott, komplett woanders. Wir haben komplett reingekommen. Bruder, wir haben richtig. Das hat nichts mit Rumänien zu tun. Aber ich kann es trotzdem sagen, glaube ich. Ich denke, wenn ich die Gesichter anschaue und die Farben, Mongolei. Sie sehen auf jeden Fall sehr schön aus. Oh my God. Bewegung.
Ich sehe das zum ersten Mal. In meinem ganzen Leben habe ich das zum ersten Mal gesehen. Ist auf jeden Fall sehr krass. Sieht sehr cool aus. Ich habe keine Ahnung. Ach, shit. Ich hab's eigentlich. Ich weiß es ja. Wenn ich so überlege. Du hast was gesagt, gerade eben. Mongolei. Mongolei? Ja. Ich würde. Was sagst du? Ich. Philippinen? Wie kommt ihr auf Philippinen? Vom Look her einfach. Ist es ein christlich geprägtes Land oder muslimisch geprägtes Land? Im Norden ist es christlich und okay. Im Süden ist es muslimisch geprägt. Okay. Habt ihr eine Kampfsportart, was ihr so euer Land repräsentiert? Boxen? Oh. Dann ist es doch, dann ist es doch das. Manny Pacquiao? Ja, ich gehe mit. Ey, ich bin so bescheuert. Ja, ich weiß, welches Land. Ja, Philippinen. Ah. Ja, Mann. Also, sind es die Philippinen? Ja. Ja! Philipp. Ja, wieso? Ja, kennst du? Oder? Ja, klar. Ja? Philippinen, ja. Ihr müsst das rausschneiden, weil meine Frau kommt auch aus den Philippinen. Aber also der Name Tinikling kommt von dem Vogel Tikling. Okay. Und der hüpft so zwischen Grashalme und Stöcke und das imitieren wir dann sozusagen. Cool. Auch. Kann es schmerzhaft werden? Ja. Du hast eigentlich immer wieder auf die Füße geschaut oder nach vorne und du hast, glaube ich, weggeschaut. Kann das sein? Du hast einfach nur versucht zu hören. Du hast ja Europa gedacht. Ja, vom Klang her. Also Philippinen wurde ja von den Spaniern kolonialisiert. So, und deshalb, das ist so eine Legende, die man so sagt. Die Feldarbeiter haben nach den Spaniern nicht so schnell gearbeitet, wie sie wollten. Und dann haben sie sie sozusagen bestraft mit diesen Bambusstöckern. Dann haben die Filipinos das dann irgendwann gecheckt so, und dann haben die dann daraus den Tanz dann gemacht. Ah, okay. Das ist klug. Also, ja, man macht das Beste draus. Aber ich finde die Klamotten auch mega. Also das ist sehr traditionell, diese Schulter. Ich wünschte, wir würden uns alle noch so kleiden. Wäre cool. Und ihr habt euch jetzt für das Video hier zusammengewürfelt? Ja. Cool. Ach wirklich? Gibt's euch so gar nicht? Nee, das war das erste Mal, dass wir zusammen... Oh, warte. Ich weiß nicht. Warte kurz. Afrika? Ja. Als erstes denken wir immer Afrika. Das machst du woran fest? Na, an die Trommeln. Bruder, das ist meine Ecke. Das ist deine? Ehrlich? Das ist 100% Senegal. Unmöglich. Unmöglich zu. Ja, ja, wir kennen uns da jetzt nicht aus, klar. Wegen dieses Wow. Wow. Wow, wow. Die sagen das eigentlich immer und trommeln dann so. Okay, das ist krass. Ich gehe mit Senegal. Wie würdest du dich da intuitiv dazu bewegen? Also ich glaube, sehr viel Beinarbeit. Mhm. Also ich habe das Gefühl, es ist sehr viel, wo die da mit den Beinen etwas machen. Ja. Es kann Gruppe sein, es kann aber auch alleine sein. Ich bin gespannt. Senegal. Ey, das ist Senegal. First of all, your performance was the most, like, you burned some calories. Of course, man. This
traditional dance is from West Africa. Can you guess where it is? The only one I know wept from West Africa is Ghana. Is Ghana? Yeah. More. Come. You can do it, man. From Congo? No, Congo. Starting with S. S E S. S S S S S S. So you said there were some words you hear. It is a wow. Yeah. This word wow is from Senegal. It's from. Senegal? Yeah! So Senegal, okay! You got it! Wow, wow mean. Wow. It's great! Yes! It's wow! Okay. Yeah, the dance is called, you know, Sabar dance. It is a traditional dance for a long time ago. Mm-hmm. So it's like a lot of move, also fun. You know, you have to smile, it's so nice. You are impressing emotions, you spreading like happiness. When you know, dance, you just, you know, take out all the stress out. Yeah. The painful, you also go out. Okay. That's why I'm like, woo! Yes, I know this feeling. Yeah. It's also like you're dancing together or it's one by one? It's like a battle. Ah, okay. You know, one go jump inside. Ah, so everybody is jumping. When you feel like you are the next, then you jump. You just in. Go. Some people come, another one come jump. What kind of dance you do? I dance so. Show me. Okay. Show me. Mama music. Go. Okay. That's cool. Now. Mine. You go up, down. Ich weiß es. Heraus. Das ist safe indisch. Ich bin jetzt ganz woanders. Wo? Tschetschenisch. Warum denke ich an sowas? Ich denke so kaukasischer Bereich. Also jetzt würde man sagen, aus dem Balkan so irgendwo. Ich habe das Gefühl, ob ich die Sprache schon mal gehört habe. So. Also man irgendwie vom Hören her weiß man das. Iran, okay. Oder irgendwas Orientalisches irgendwie. Woran machst du das so fest? Gab es ich kann es dir echt nicht sagen. Das ist so ein... Der Klang. Ist einfach nur der Klang. Und wie würde man sich dazu bewegen? Also was? So mäßig so. Sehr gut. Ja, dieses, ne? Dieses, ja! Deswegen, heute wird ich mein Ernst, was ich sage hier. Oh, wow. Oh, ist das schön, was sie anhat. Bruder, das ist Afghanistan. Afghanistan! Wow, so schön. Was machen wir damit? Das ist krass. Hast du eine Ahnung, wo das sein könnte?
Also Balkan ist es nicht? Nee, naja, klar. Nee, ist schon lange klar. Das ist schon, lange klar. Ganz am Anfang hast du gesagt... Indien, so in die Richtung. Ja, bei mir war es Pakistan. Also Afghanistan, habe ich gesagt. Ja, Afghanistan? Das war richtig, ja. Afghanistan? Ja. Wow. Voll schön, hätte ich echt krass, hätte ich nicht gedacht. Das hast du woran festgemacht? An den Farben, das ist afghanische Farben. Ich kann sogar ein Wort auf Afghanisch. Sag mal. Bacha. Was heißt das? Junge. Wie heißt der Tanz? Also Atan, der erste Teil. Ja. Der zweite Teil ist Arsak. Arsak, okay. Der also dritte Teil ist Chupasi. Chupasi. Hört sich voll schön an. Also ich muss sagen, die Kleidung ist so mega einfach. Danke. Es ist so schön, wirklich. Das sieht wunderschön aus. Und die Stäbe, ist das einfach nur so als Instrument? Ich will das berühren. Ich will das, ich will das berühren. Das ist ein Kämpfen, das bedeutet gar nichts. Nee. Hat nichts mit Kampf zu tun? Nee. Okay. Sondern wirklich nur so die Klänge. Ja, ja, genau. Das ist schon. Ja. Das ist total. Ihr habt schon mal einen Punkt, auch wenn es gar keine Punkte gibt, aber... Das ist deiner, das ist dein Punkt. Das ist unser. Das ist, du bist ein Team. Das ist schön. Sehr gut. Ich würde sagen, so asiatisch. Orientalisch-asiatischer Mix. Das klingt so irgendwie ägyptisch. Vielleicht. Vielleicht. Nein, albanisch kann es nicht sein. Ich sag Ägypten einfach. Weiß ich warum. Ich habe keine Ahnung. Wow. Alles, aber kein Albanisch. Was das sein könnte. Ich glaube, ich weiß. Tadschikistan. Also ihr seht wunderschön aus, ja, alle. Dankeschön. Aber ich bin lost. Kasachstan. Kasachstan. Gut. Ja, findest du gut? Ich hab Tadschikistan. Prachtvoll, dieses Prachtvolle. Deswegen dachte ich auch Mongolei am Anfang. Genghis Khan mäßig so gedacht. So. Ich sehe gerade, dass die alle ihre Hände so halten müssen. Warum? Also ist das dann immer... Das ist einfach quasi eine Stehposition. Eine Stehposition. Hat das eine Bedeutung? Unsere Kostüme haben eine Bedeutung und symbolisieren ja auch ein Tier. Ah. Ich weiß nicht, ob du das ein bisschen erkennen konntest, im Tanz auch. Das wird wahrscheinlich etwas sein, was fliegt, oder? Also in dem Tanz haben wir im Prinzip Gänse dargestellt in der Natur. Ich habe es erkannt, dass es Gänse darstellen sollte. Ich habe es eher so von den Kopfbewegungen gedacht. Mit dem Kopf, das ja ist ja indisch, das kenne ich vom Indischen. Aha. Das ist schon mal nicht schlecht. Ne? Okay. Dieser Tanz beruht auf einer Legende. Ein König verzaubert wurde in eine Gans und dann sozusagen versucht, mit den anderen Gänsen mitzutanzen. Und die Gänse das aber merken, dass er verzaubert ist. Und sich sozusagen dann auch entfernt. Oh, okay. Seid ihr auf einer Insel oder ist es... Okay. Es gibt sehr viele Inseln, da wo wir unser Tanz herkommt. Vielleicht Indonesien, aber weiß ich nicht. Nein, das... Doch, also Indonesien. Wäre das nächste gewesen? Wir kommen aus Indonesien und der Tanz kommt aus Bali. Genau.
Indonesien. Bali, da war ich sogar. Wunderschön. Krass, ja doch, die Kleidung. Und wie nennt man den Tanz? Tari Blibis. Tari Blibis. Tari heißt Tanz, Blibis heißt ganz. Cool. Ich hoffe, jetzt kommt irgendwas aus Amerika, New York City, Breakdance. Boah, das hört sich nach so Bayern oder so. Europa auf jeden Fall. Ich würde sagen, vielleicht Österreich oder Schweiz oder Deutschland. Es kann deutsch sein. Also ich bin auf jeden Fall so für so diese Richtung Dänemark, Finnland. Skandinavien. Ja. Und du sagst Holland? Ich sag Holland. Holland. Gut. Warte, na, aber nein! Aber nein! Nein, weil? Ich sag Deutsch einfach. Nee, obwohl, ich sag Deutsch. Scheiße. Jolla! Servus. Servus! Naja, aus Deutschland Bayern, also. Aha, das ist ja okay. Bayern. Bayern, ja. München. Habe ich zum ersten Mal tatsächlich live gesehen. Ja. Und ich finde es interessant mit dem. Erstmal, wie heißt der Tanz, ne? Das Schublattler. Schublattler. Das ist ein Schublattler. Wie ist dieser Tanz entstanden? Ja, der Schublattler ist ursprünglich ein Werbetanz. Okay. Das ist so ein Auerhahn. Die Menge kennen die Natur ja nimmer. Der Auerhahn ist ein Vogel. Ah, okay. Meines Erachtens der schönste Vogel auf diesem Planeten. Und der erbalzt ja, er wirbt ja um einen Madel. Madel heißt Mädchen. Ich weiß nicht. Und wenn der wirbt, macht er verschiedene Bewegungen, die man dann im Schublatteln übernommen hat. Es ist halt so, dass jeder Bursche versucht, durch diesen Trachtentanz zu werben. Mhm. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Okay. Ja. Nach der Tradition soll man eigentlich auch, wenn man verheiratet ist, ja, auch nicht mehr platteln. Mhm. Weil dann ist ja der Effekt nicht mehr dort. Das heißt also, man muss nicht mehr werben. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ich bin jetzt bald 67. Also normalerweise so. Mashallah, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt nur noch ein letzter Tanz. One Last Stand. Also auf jeden Fall da, wo es warm ist. Mhm. Ich bin wieder in Afrika gerade. Bist wieder in Afrika? Ja. Yeah. Okay. Ich würde auf jeden Fall Afrika sagen. Aber das war ja nur... Ja, wir machen meistens nur Trommel. Das ist so vom Sound her was indischer Sound. Ja, doch. Wenn man alte Bollywood-Filme hat, die genau dieselbe Soundqualität. Doch. Genau dieselbe Soundqualität. Ja, doch. Indien, sagen wir. Erinnern mich sehr an Afrika. Mhm. Indien, es ist ein bisschen indisch. Indisch aus, okay. Marokko vielleicht? Oder Algerien? Ist doch zu hoch. Zu hoch? Ja. Wie heißt der Tanz? Bata. Bata. Das ist arabisch. Bata. Das ist. Obwohl, das sag ich nicht. In der Region da unten Westküste. Mhm. Da bei Ghana in der Nähe. Mhm. Da bei Kamerun in der Nähe. Ja, ich versuche die Karte mir vorzustellen. Also wie kam es zu diesem Tanz? Gottheit. Eine Gottheit. Shango. Shango. Man kann sich vorstellen, wie Zeus in Europa ist Shango so in Afrika der Gott des Donners und des Blitzes. Ja. Deswegen auch so viele energetische, viel Energie, so nach vorne, genau, viel Power. So. Genau. Wir sind in Südafrika, Bro. So tief. Ich würde sagen, zentral. So weiß. Zentral? So Tansania? Ja, so Gebiet. Namibia? So. Ja! Ich kenne nur Ghana. Bist aber nah. Ist nah? Ja.
gute Fußballmannschaft. Auch so eine Fußballnation, genau. Gute Kämpfer. Gute Kämpfer? Auch, ja. Mein Mann hätte es jetzt erraten. Es ist Nigeria. 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 Oga. Du bist der Leiter? Ja, ja. Ja, guck. Stark, stark. Yes. Aus Nigeria. Yes. Ey, ich bin so innerlich weiß, muss ich sagen. Für mich war er zu hell für Niger. Ja, ich bin auch Mix. Ah ja. Er ist krass, oder? Voll die Vorurteile. Eins, zwei, drei. Okay. Und dann springen wir nur zur Seite. Tach, tach. Mach die Musik an. Und Fugaziga, Fugaziga, Fugaziga. Gab es eine Performance, die noch voll im Kopf hängen geblieben ist? Ich finde, alle Tänze oder alle von jeder Kultur hat sein eigenes Besonderes. So. Beim letzten Nigeria war es ja auch zu sehen, so, du hast gemerkt, diese Sachen hatten eine Bedeutung. Das war jetzt nicht nur einfach, ich tanze zum Rhythmus, sondern es hat eine Bedeutung. Ich erzähle etwas. Die Philippinen. Das war safe. Ja? Ja. Gerade wie bei den Mädels aus Bali. Die hatten viel Eleganz in den Händen, in den Bewegungen. In Afghanistan zum Beispiel, da ist mehr Emotion drin. Was magst du mehr? Emotion, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ich muss was spüren. Das war der zweite Teil, kulturelle Tänze. Welchen fehlt dir noch? Welcher fehlt dir noch da? Capoeira. Capoeira wäre cool. Genau. Wär cool. Schreibt in die Kommentare, welche Länder wir noch da reinschreiben oder welche Tänze. Thai ist auch gerade im Namen von Global Watchers, Team Global Watchers, ist auch auf Reise und schaut, wo man denn noch so, was man noch nehmen kann. Für den Teil 3 werdet ihr dabei. Ja, klar, Global Watchers. Okay. Abonnierbutton nicht vergessen. Hier geht's zu dem ersten Teil von Tänze erraten. Auch sehr, sehr cooles Ding. Und hier geht es zu Hype Culture, die Funkkollegen. Und da geht es um Straßenslang und wie weit Rap unsere Sprache mit beeinflusst hat. Ah, ich weiß nicht, warum ich da lache. Oder? War das richtig? Cool. Dankeschön, Team Global Watcher. Yes! Mhm.